Heute beschäftigen wir uns mit dem Vier-Seiten-Modell nach Friedemann, Schulz von Thun. Dies ist ebenfalls Bestandteil der Sachkundeprüfung nach § 34a der Gewerbeordnung. Jetzt stellen wir uns die Frage, was ist überhaupt Kommunikation? Kommunikation ist nichts anderes als der wechselseitige Austausch von Informationen zwischen einem Sender und einem Empfänger. Im Kommunikationsmodell, dem Vier-Seiten- oder auch Vier-Ohren-Modell genannt nach Friedemann, Schulz von Thun, findet Kommunikation auf vier Ebenen, auf vier Metaebenen oder, wenn ich die Sender- und Empfängerseite zusammenzähle, sogar auf acht verschiedenen Ebenen statt. Dass in einer Nachricht vier bzw. acht unterschiedliche Bereiche bewusst oder auch unbewusst angesprochen werden können. Das ist besonders geeignet, um Kommunikationsstörungen nachvollziehen und vielleicht versteckte Botschaften zu erkennen und zu erklären. Grundsätzlich ist es so, dass wir von vier verschiedenen Ebenen sprechen, nämlich von der Sachebene, der Beziehungsebene, der Befehlsebene und der Selbstoffenbarungsebene. Werden ist die Sachebene. Die Sachebene ist die Ebene, die den reinen Inhalt, den Sachinhalt, die reinen Informationen übermittelt bzw. empfangen lässt. Als Satz beschrieben kann man sagen, das ist das, worüber ich letztlich informieren möchte. Oder eben die Beziehung zwischen dem Sender und dem Empfänger dar. Hier wird, wie beim Eisbergmodell, ganzen Emotionen, die Befindlichkeiten und so weiter, fließen hier mit ein. Die Beziehungsebene besagt also als Satz ausgedrückt, was halte ich von dir oder wie stehen wir zueinander. Die Befehlsebene oder der sogenannte Appell ist eine Aufforderung, etwas zu tun oder eben etwas zu unterlassen. Beim Appell, bei der Befehlsebene, möchte ich jemanden zu etwas veranlassen, also als Aussage, wozu ich dich veranlassen möchte. Erfahrungsebene, bei der der Sender etwas über sich selbst aussagt, seine Haltung, seine Position, warum, wieso, weshalb er überhaupt etwas sagt. Oder was der Empfänger eben denkt, was der Sender über sich aussagen möchte. Als Satz hätte ich, was ich über mich selbst preisgebe. Ein Mann und seine Frau sitzen beim Mittagessen zusammen. Der Mann sieht ein paar Kapern in der Soße und sagt, da ist was Grünes in der Soße. Schauen wir uns hierzu einfach mal die verschiedenen Seiten an und starten mit der Sachebene. Der Mann hatte gesagt, da ist etwas Grünes in der Soße. In der Sachebene, auf der Sachebene, könnte die Frau antworten, stimmt, da ist was Grünes drin. Die Frau, also der Empfänger, hat ihren Mann, den Sender, also so verstanden, dass er eine Bestätigung seiner Information haben möchte. Beziehungsebene, da könnte die Frau so etwas antworten auf den gleichen Satz, dann koch doch das nächste Mal selbst. Was ist jetzt passiert? Die Frau hat ihren Mann wahrscheinlich so verstanden, dass er sie als schlechte Köchin darstellen will. Nächsten Ebene zur Befehlsebene oder zur Appellebene. Der Mann sagt wieder, da ist was Grünes in der Soße. Und die Frau sagt, das nächste Mal lasse ich dann halt die Kapern weg. Hier hat der Empfänger, also die Frau, den Sender, ihren Mann, so verstanden, der Mann mag keine Kapern. Erfahrungsebene könnte die Frau antworten, mein Gott, wenn es dir nicht schmeckt, dann ist doch woanders. Hier versteht die Frau ihren Mann anscheinend so, dass ihm das Essen einfach nicht schmeckt. Was können wir hieraus deuten? Zum Ersten, Kommunikation lässt sich relativ einfach manipulieren. Einmal vom Sender her, aber auch der Empfänger ist dazu in der Lage. Alle Ebenen lassen sich bewusst vom Sender ansteuern. Und alle Aussagen, die können vom Empfänger direkt auf einer bestimmten Ebene schon gedeutet werden.
Zusammenfassung, wie es bei diesem Beispiel mit den Kapern auf den vier Ebenen, senderseitig, aber auch empfängerseitig, aussehen kann. Nicht einfach, sondern relativ komplex, relativ schwierig. Um Missverständnisse zu verhindern, ist es wichtig, dass ich eine klare Kommunikation versuche. Klare Kommunikation bedeutet unter anderem, ich überlege mir, was ich sagen möchte, vorab, und ich wähle eine verständliche, eine angepasste Sprache. Habe ich die Möglichkeit nachzufragen, ob die Information, die ich ausgesendet habe, auch verstanden wurde. Ich kann auch selbst diese Information nochmal wiederholen. Oder ich entlasse den Empfänger diese Information wiederholen. Eine weitere Möglichkeit, um sicherzustellen, dass meine Botschaft angekommen ist, ist, dass ich den Empfänger bitte, seine Meinung kundzutun. Das war jetzt das Kommunikationsmodell nach Friedemann Schulz von Thun. Ich hoffe, Sie haben mich einigermaßen verstehen können oder das, was ich versucht habe zu erklären, nachvollziehen können. Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich einfach an uns. Kontaktdaten haben wir im Abspann. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.